Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Ollis Abendshow. Heute dreht sich alles um das Thema Weihnachten. In 4 Tagen ist schließlich Heiligabend. Dann kommt der Weihnachtsmann. Aber kommt er wirklich? Gibt es ihn tatsächlich? Studenten der Universität Grevenbroich sind da vollkommen anderer Meinung. Sie haben herausgefunden, dass es den Weihnachtsmann eigentlich gar nicht geben kann. Ich habe mit den Physikstudenten gesprochen und ich verspreche ihnen schockierende Fakten rund um den dicken roten Mann. Bei Ollis Abendshow wird aber knallhart recherchiert. Wir alle wollen es schließlich ganz genau wissen. Deshalb schalten wir noch während der Sendung live nach Finnland. Und das ist schon eine kleine Sensation. Denn in Finnland soll der Weihnachtsmann ja angeblich leben. Und meine Kollegin Nele Oetken von Radio FFN schaut nach, ob es ihn wirklich gibt. Was macht eigentlich der neue Oldenburger Oberbürgermeister am Heiligen Abend? Ich habe mit Professor Dr. Gerd Schwandner gesprochen und ihn einfach mal gefragt. Und zum Schluss der Sendung wird Peter Hane vom ZDF die Weihnachtsgeschichte lesen. Wir haben also ein volles Programm. Es lohnt sich. Bleiben Sie dran. Professor Dr. Gerd Schwandner, das ist der neue Oberbürgermeister in Oldenburg. Spektakulär hat er Dietmar Schütz im 2. Wahlgang geschlagen. Vor ein paar Tagen habe ich ihn im Rathaus besucht. Dr. Schwandner, haben Sie sich eigentlich schon in Oldenburg eingelebt? Jein, deswegen, weil wir erst nach Weihnachten umziehen. Also ich wohne jetzt noch in einem Provisorium, was aber ganz in Ordnung ist, zumal ich zurzeit ja sowieso keinerlei Freizeit habe. Und dann macht das nichts aus, wo ich dann abends erschöpft ins Bett sinke. Was gefällt Ihnen an Oldenburg eigentlich besonders? Naja, mir gefällt die doch sehr besondere Mischung zwischen einer Großstadt, die aber sehr überschaubar ist, und der wunderschönen Umgebung hier, aber auch den schönen Stadtvierteln, die es hier gibt, und insgesamt die Atmosphäre in Oldenburg. Von Oktober 1999 bis Januar 2000 waren Sie ja in Hongkong. Feiert man dort Weihnachten? Und wenn ja, wie? Na klar feiert man da auch Weihnachten, allerdings natürlich völlig anders als hier. Das ist dort nicht besinnlich, sondern das ist eine einzige Kaufrauschorgie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eine unglaubliche weihnachtliche Festbeleuchtung in allen Hochhäusern. Und die sind ja dort nun richtig hoch, bis 300 Meter. Und das ist, muss man sagen, ein unglaublicher Anblick, wenn man auf der Festlandseite steht, abends oder auch tagsüber, und dann rüberschaut auf Central Hongkong. Das ist schon beeindruckend. Waren Sie mit Ihrer Familie dort? Ich war die ersten Monate alleine. Meine Frau ist dann über Weihnachten gekommen, wobei wir dann nach Weihnachten noch auf die Philippinen geflogen sind. Ich kenne ja eigentlich fast alle südasiatischen Länder. Meine Frau kannte das aber nicht. Und für die war es ein ziemlicher Kulturschock dann, Manila. Von 1984 bis 1992 waren Sie für die Grünen im Landtag Baden-Württembergs. Sie waren sogar stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der CDU in Oldenburg? Oh, das ist natürlich ein ganz langer Weg von der Zeit, wobei ich schon zu meinen Abgeordnetenzeiten als Grünen damals immer einen guten Draht zu einigen Mitgliedern in der CDU hatte, auch zum Beispiel zu Lothar Späth als Ministerpräsident. Und das hat sich dann einfach über die folgenden Jahre entwickelt. Außerdem ist meine Frau seit 11 Jahren, glaube ich, Mitglied der CDU. Insofern hatten wir dann natürlich auch immer viele Gesprächsthemen über Politik in der Familie. Soweit der erste Teil des Interviews mit Gerd Schwandner. Gleich nach der nächsten Musik folgt der zweite Teil. Sie hören Ollis Radioshow, zweimal im Monat neu, hier auf Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.